Keine Frage, die Wall Street eilt von Rekord zu Rekord. Allerdings passiert das, was das Volumen betrifft, fast schon unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dazu gleich mehr. Und das Problem, das wir vielleicht jetzt haben, ist, dass doch eigentlich die falschen Aktien steigen. Nämlich die Tech-Aktien, die besonders in der Corona-Krise profitiert haben. Tech-Aktien sind besonders in einem deflationären Umfeld gefragt, weil sie Wachstum versprechen, während Value-Aktien normalerweise in einem inflationären Umfeld gefragt sein sollten. Wir hatten letzte Woche die US-Erzeugerpreise, bekommen diese Woche die US-Verbraucherpreise und alles deutet auf extrem starkes Anziehen der Inflation hin. Warum also laufen die sogenannten Value-Aktien nicht gut, die von einer Wiedereröffnung der Wirtschaft ja besonders profitieren sollten, sondern es laufen die Tech-Aktien sehr gut? Diese Frage stellt Morgan Stanley mit dem Hinweis, ja, schaut euch mal diesen Breakdown bei den Small Caps an, die nicht mehr so wirklich gut laufen. Also diesen Value-Aktien, die etwa im Russell 2000 enthalten sind, da sehen wir, das ist so ein bisschen gekippt, während Tech eben weiter nach oben geht. Und wenn wir uns mal die Performance der letzten Woche anschauen, dann sehen wir Technologie 4,6% plus und unten sehen wir Materials und vor allem Energy, die nicht so gut laufen. Also all das, was eigentlich bei, naja, einem Ende, einem weitgehend absehbaren Ende der Corona-Krise eigentlich gut laufen sollte, das ist nicht gut gelaufen. Gut, wenn wir uns jetzt mal das Ganze von Jahresbeginn an anschauen, sehen wir immer noch, Energy ist der beste Sektor mit plus 28%. Aber die Frage ist, sehen wir jetzt eine Gegenbewegung gegen den übergeordneten Trend, dass nämlich Value jetzt übergeordnet aufwertet und wir nur jetzt eine technische Reaktion sehen, weil Value-Aktien zuletzt sehr gut gelaufen sind, während Tech-Aktien zwischenzeitlich Probleme haben? Oder sagt uns das etwas über die Zukunft, dass möglicherweise diese Wiedereröffnung nicht so stattfindet, wie wir uns das erhoffen, dass dieser Boom nicht so kommt, wie wir uns das erhoffen? Das ist die große Frage. Dazu ein paar interessante Statistiken zunächst mal. Hier sehen wir die Umsätze online in den USA. Wir sehen, das geht deutlich nach unten. Die Leute gehen wieder raus und kaufen im stationären Einzelhandel. Das ist ein ziemlich dicker Abverkauf, den wir hier sehen, oder ein ziemlich dicker Rückgang der Online-Umsätze in den USA. Das heißt, die Leute gehen jetzt raus und konsumieren wieder in Brick-and-Mortar-Shops, wie die Amerikaner sagen. Hier sehen wir massiver Anstieg zuletzt eben des stationären Einzelhandels. Die Leute wollen wieder Menschen sehen, sich beraten lassen und nicht eben online einkaufen. Das widerspricht ja eigentlich auch dem, was wir jetzt an den Märkten gesehen haben. Das dürfte ja nicht so gut für eine Amazon sein, wenn die Leute jetzt wieder verstärkt eben im stationären Einzelhandel einkaufen und nicht eben online. Und wir sehen hier vielleicht ein paar Schlagzeilen jetzt zuletzt, die erklären könnten oder zumindest einen Hinweis geben könnten, wo das Problem liegt. Hier eine israelische Studie, die sagte, also die südafrikanische Variante sieht so aus, dass Pfizer-BioNTech gegen die nicht wirklich ankommt, dass also hier das Vakzin von Pfizer-BioNTech nicht immunisiert gegen eine Infektion mit der südafrikanischen Variante. Wir kämpfen ja derzeit eher mit der britischen Variante. Und die zweite Schlagzeile unten, China hat offiziell jetzt zugegeben, dass ihr Impfstoff nicht so wirklich effektiv ist. Und man will jetzt verschiedene Impfstoffe mischen. Interessanter Gedanke. Jedenfalls sind das schon erstaunliche Erkenntnisse seitens der Chinesen, dass man das so offen kommuniziert. Also möglicherweise hier ein Hinweis, dass wir mit dieser ganzen Thematik noch länger zu kämpfen haben und dementsprechend dieser immense Boom, den wir uns erträumen, den viele Analysten sich erträumen, den alle diesen Traum, dem fast alle nachjagen, das ist sozusagen vielleicht ein zu schöner Traum, als dass er wahr sein könnte. Und jetzt kommen wir zu den Aktienmärkten zurück. Wir hatten im Prinzip letzte Woche einen Handel unter Ausschluss der Öffentlichkeit, könnte man schon sagen. Montag war der fünftschwächste Handelstag, was die Umsätze betrifft, des Jahres. Dienstag der viertschwächste, Mittwoch der drittschwächste, Donnerstag der zweitschwächste und Freitag der schwächste. Das heißt, wir haben im Prinzip ganz unten angefangen und haben uns weiter nach unten gehangelt. Das ist natürlich schon, naja, erstaunlich, muss man sagen, dass in einem solchen Umfeld überhaupt nichts los ist. Das dürfte sich diese Woche ändern, denn dann kommt wieder etwas mehr Action rein. Schauen wir uns mal den S&P 500 an. Dann sehen wir, der ist über diese langfristige Trendlinie jetzt nach oben ausgebrochen. Das ist auffällig.
Auf der anderen Seite weist Morgan Stanley nicht nur darauf hin, dass die Small Caps nicht mehr so laufen, also die, die eigentlich von einer Wiedereröffnung der Wirtschaft profitieren sollte, sondern auch die IPOs nicht mehr gut laufen, diese SPACs, diese Börsenmäntel nicht mehr gut laufen. Und Morgan Stanley sagt hier, dass diese extreme Liquidität, diese exzessive Liquidität durch die Notenbanken offenkundig jetzt durchaus eben überragt wird gegen, von dem Angebot, das jetzt an den Märkten da ist, eben endlos viele IPOs, die an die Märkte kommen. Diese Woche Coinbase, dass diese SPACs an die Märkte kommen. Also das alles wird aufgesogen, sozusagen diese maximale Liquidität durch die Notenbank, indem immer mehr Angebot auf den Markt kommt in Gestalt von IPOs, von SPACs, von anderen Dingen. Wenn wir uns den S&P 500, den Leitindex, mal im kurzen Fenster anschauen, hier Chart von Michael Silver, dann sehen wir, dass er an die obere Aufwärtstrendlinie in dem kürzeren Zeitfenster gestoßen ist, permanent aufwärts, Gaps übergeordnet, ist er schon drüber, ist das jetzt sozusagen der nächste Bullenrun, der passiert, oder ist das ein False Break, ist das ein Fehlausbruch, das wird sich zeigen müssen. Hier sehen wir übrigens den Triple Q Nasdaq ETF, das maßgebliche, da sehen wir, wir hatten ja diese inverse Schulter-Kopf-Schulter und sind jetzt praktisch auf dem Allzeithoch, das wir erreicht hatten, noch nicht ganz da. Wir haben also diesen Ausbruch nach oben von dieser inversen Schulter-Kopf-Schulter und sehen das Ganze, unten sehen Sie das, unter abnehmendem Volumen. Also es ist nicht gerade eine Breite der Investoren wirklich dabei, sondern es sind schmale Umsätze. Kommt jetzt der nächste Move nach oben? Oder ist sozusagen diese beginnende Berichtssaison, die wir jetzt in dieser Woche ja mit den US-Banken anfängt, eine Art Gamechanger? Sind die Erwartungen sehr, sehr hoch an vor allem die Tech-Unternehmen und ihre Zahlen aus dem ersten Quartal? Die waren ja schon im vierten Quartal so, so gut, dass eben die Frage ist, wie kommt man da drüber, kann man die Erwartungen erfüllen? Wenn wir uns jetzt mal die Gewinnerwartungen, da wir jetzt zu Beginn der Berichtssaison sind, die Gewinnerwartungen in den USA anschauen, dann sehen wir hier das, was man sich vorgestellt hat kurz vor der Corona-Krise und das, was man sich jetzt vorstellt, also was jetzt sozusagen Konsensprognose ist in Sachen Gewinnerwartungen. Und wir sehen, wir sind nach wie vor deutlich drunter in Relation zu dem, wo wir standen, wo wir uns glaubten, wo wir uns wähnten im Februar 2020. Das heißt, nach wie vor dürfte die wirtschaftliche Entwicklung schwächer sein als kurz vor der Corona-Krise sich gedacht. Und auf der anderen Seite haben wir in dieser Zeit dann massive Anstiege der Aktienmärkte. Also dementsprechend könnte diese Earnings-Geschichte, diese Berichtssaison wirklich neuralgisch werden, weil sie einen Abgleich eben mit der Realität bedeutet. Hier sehen wir, dass eben dadurch, dass die Märkte schneller steigen als die Gewinnerwartungen, eben die Märkte schon ein bisschen teuer sind. Wie teuer sehen wir hier? Die globalen Aktienmärkte haben zuletzt, jetzt in der letzten Woche, 1,5 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen. Damit sind wir jetzt bei 111 Billionen, davon über 40 alleine durch die USA. Das ist die höchste Bewertung jemals in der Geschichte, muss man konstatieren. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass wir jetzt ziemlich genau auf dem Niveau sind, vielleicht sogar schon einen Ticken drüber, was die globalen Aktienmärkte an Marktkapitalisierung auf die Waage bringen in Relation zum globalen BIP. Das ist also jetzt ein neuralgischer Punkt, denn wir hatten den zuletzt im Jahr 2007, kurz vor der Finanzkrise, womit ich nicht sage, dass wir jetzt eine neue Finanzkrise erleben, irgendwie anders geartet, sondern dass wir eben eine sehr sportliche Bewertung haben, die natürlich jetzt irgendwann gerechtfertigt werden muss, auch durch die Zahlen der Unternehmen. Oder sind die schon völlig egal, weil einfach nur die Geldmenge hier eine Rolle spielt durch die Notenbanken? Und da hatte gestern Jerome Powell sich bei 60 Minutes geäußert und gesagt, ja, also wir wollen nicht, dass die Inflation deutlich über unser Ziel hinausgeht, so 2%, bisschen drüber, bisschen drunter. Das wäre gut, aber wir wollen auf jeden Fall hier keine Inflation schaffen. Nun ja, die Fed hat faktisch schon ja eine Entwertung von Geld in Gang gesetzt und andere Notenbanken auch. Gucken wir nun mal auf die Assetpreise, Aktien und Immobilien, da ist das ja schon offenkundig. Und Paul war ziemlich optimistisch in Sachen Wirtschaft, hat also praktisch hier ein sehr optimistisches Bild gezeichnet in Sachen US-Konjunktur. Die Bank of America hat jetzt gesagt, also die Fed könnte gezwungen sein, wirklich schneller auf die Bremse zu treten. Die wird vielleicht erstmal brauchen, bis sie reagiert, aber dann, wenn die wirkliche Boom-Phase jetzt weiter anhält, dann muss sie vielleicht schneller reagieren. Wir haben in dieser Woche am Donnerstag übrigens auch die US-Einzelhandelsumsätze, Konsensprognose, plus 5%. Die Bank of America hat aber über Kreditkarten
Daten bisher herausgefunden, dass wir möglicherweise eine Zahl von plus 11% sehen könnten. Das sind natürlich enorme Zahlen. Die Grundfrage ist das ein kurzfristiger Boom, der dann schnell wieder verpufft, oder ist das eben dauerhaft? Das gilt eben dann auch für die Inflation. Hier sagte Sven Henrik hier in Reaktion auf das, was Paul gestern gesagt hat, meinte, ja, einige Marktsegmente haben schon sehr hohe historische Bewertungen. Vielleicht sollte man einige durch alle ersetzen. Da ist es sicherlich was dran und die Investoren sind richtig dabei bei dieser Party. Hier sehen wir die Allokation von Privatkunden der Bank of America in Sachen Aktienmärkte, 63,6%, ein neues Allzeithoch. Also man feiert die Party, weil sie derzeit stattfindet. Und wir haben Interessantes zu Alibaba. China hat jetzt eine Strafe verhängt, die am Wochenende, am Samstag schon, 2,8 Milliarden Dollar an Alibaba. Aber nicht nur das, man hat auch eine Business School, bei der Jack Ma federführend lehrt und unterrichtet, praktisch geschlossen. Also man schießt weiter gegen Jack Ma, man schießt weiter gegen die Tech-Konzerne. Auf der anderen Seite haben sich die Investoren in Alibaba offenkundig gedacht, na super, das ist jetzt mal eine Strafe von 2,8 Milliarden, die können wir also ein bisschen wegstecken. Die Aktie von Alibaba deutlich im Plus, erstaunlicherweise, aber es hängt eben wie ein Damoklesschwert jetzt über die Tech-Aktien, dass die Regulatoren permanent eingreifen. Wir sehen auf der anderen Seite jetzt offenkundig ein interessantes Experiment durch China, nämlich die Digitalisierung des Yuan, ein digitaler Yuan, der dann abläuft. Das heißt, wer diesen digitalen Yuan hat oder digitale Yuans hat, der muss sie ausgeben bis zu einem bestimmten Datum, sonst verfallen sie oder werden weniger wert. Das könnte etwas sein, was bald auch auf uns zukommt. Das alte Schrumpfgeld, Geld wird sozusagen mit der Zeit immer weniger wert seitens derjenigen, die dieses Geld emittieren. Das ist einer der spannendsten und deprimierendsten Aussichten, die vielleicht hier der Fall sind. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum Thema Inflation, ist eben die Frage, bekommen wir diese Inflation? Und wenn wir sie bekommen, wie laufen dann eigentlich die Aktienmärkte? Und wir sehen, dass wir in den 1910er Jahren eine starke Inflation hatten mit knapp 7% und dass wir in den 1970er Jahren im Gefolge der Ölkrise starke Inflation hatten. Und wir sehen, dass die Aktienmärkte im Prinzip seitwärts gelaufen sind in diesem Zeitraum, also nicht wirklich gewinnen konnten. Und faktisch haben sie damit vielleicht sogar verloren, weil eben Geldentwertung, während die Aktienkurse sich nicht ändern, bedeutet, dass man dann real Geld verliert. Also Inflation könnte vielleicht ein eher nicht so gutes Umfeld sein für die Aktienmärkte. Wir werden sehen, eben ob sie kommt. Das wird die entscheidende Frage sein. Jetzt fühlt es sich so ein bisschen an, was die Aktienmärkte betrifft, die jetzt sehr stark sich auf die Berichtssaison fokussieren werden, vor allem auf die Aussichten der Unternehmen, die Guidance. Das wird sehr, sehr wichtig sein. Momentan fühlt sich so an, als könnte nichts schief gehen, aber es gibt natürlich viel mehr Downside-Potenzial eigentlich, also Potenzial nach unten, wie hier ein Analyst schreibt, mathematisch gesehen, als im März 2020, als wir auf dem Tief der Aktienmärkte waren. Aber jetzt fühlt keiner das so. Jetzt denkt jeder, also wo ist denn hier das Downside-Potenzial? Vielleicht eben durch die Guidance, durch die Earnings, die wir jetzt bekommen werden. Und es wird interessant, wir haben am Dienstag die US-Verbraucherpreise, die Erzeugerpreise, ja, letzten Freitag deutlich über der Erwartung, also deutlich heißere Preissteigerungen. Das könnte jetzt auch bei den Verbraucherpreisen passieren. Dann haben wir China-Daten, Exporte und das BIP. Wir haben die Industrieproduktion aus der Eurozone und eben die Inflationsdaten. Dienstag aus den USA, Donnerstag die Retail-Sales. Wie gesagt, plus 11% könnten da rauskommen und auch die Industrieproduktion. Und dann natürlich die Banken, die jetzt in dieser Woche ab Donnerstag, wenn ich es richtig erinnere, ihre Zahlen bringen werden. Da kommt jetzt ein bisschen mehr Action rein. Ich wäre dankbar, wenn dem so ist, denn das war schon eine ziemlich müde Nummer in der letzten Woche. Das war nicht wirklich aufregend. Ich habe so im Bauch gefühlt, es wird zumindest besser als in der letzten Woche, weil mehr Action ist, weil mehr Bewegung ist, weil es schlichtweg mehr auch zu berichten gibt. Das ist für mich dann wieder sehr erfreulich. Ich wünsche auf jeden Fall einen guten Start in die Woche und sage Ihnen Servus und Ciao.